Hallo Filmfreunde. Heute ist Sonntag und dementsprechend blicken wir in diesem Format ein weiteres Mal auf die vergangene Woche zurück und besprechen die wichtigsten News aus der Welt der Filme, Serien und Streamingdienste. Den Anfang in diesem noch so jungen Jahr macht die Fortsetzung Jumanji 2 mit Dwayne Johnson in der Hauptrolle. Das Reboot um das gefährliche Dschungelspiel war 2017 mit mehr als 960 Millionen US-Dollar Einspielergebnis ein echter Überraschungshit. Insofern war klar, dass Teil 2 nicht lange auf sich warten lässt. Neben The Rock werden auch wieder Kevin Hart, Karen Gillian und Jack Black mit von der Partie sein. Ganz neu im Boot dagegen sind die Rapperin Awkwafina und Danny DeVito. Aber auch hinter der Kamera geht man auf Nummer sicher. So werden wieder dieselben Drehbuchautoren für die Geschichte verantwortlich sein, während Regisseur Jay Kasdan abermals im Regiestuhl Platz nimmt. Wenn alles gut läuft, dann kann sich Sony also über einen weiteren Kassenerfolg freuen. Der geplante Kinostart ist jedenfalls der 12.12.2019. Da stellt sich mir natürlich die Frage, was haltet ihr eigentlich von der Neuauflage? Unnötig oder ein überraschend witziger Neustart? Ich für meinen Teil hatte 2017 nichts erwartet und wurde positiv überrascht, auch wenn für mich persönlich nichts über den Klassiker mit Robin Williams geht. Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Weiter geht's indessen mit der nächsten Fortsetzung. 2019 erscheint nämlich auch das lange ersehnte Finale der How to Train a Dragon Trilogie oder auf Deutsch Drachenzähnen leicht gemacht. Teil 3 erscheint bereits im kommenden Monat in unseren Kinos und die ersten Pressestimmen überschlagen sich förmlich. Jennifer Bissett von CNET spricht von einem nahezu perfekten Abschluss der Reihe, während Michael Rechtscheffen vom Hollywood Reporter den dritten Teil wie folgt beschreibt. Drachenzähmen leicht gemacht 3 ist ein zärtlicher, geistreicher Coming-of-Age-Animationsfilm, der sich als mindestens genauso emotional nachhallend und künstlerisch geschaffen herausstellt wie seine Vorgänger von 2010 und 14, wenn nicht sogar noch mehr. Klingt ganz so, als könnten sich Fans der Reihe auf ein würdiges Ende freuen. Wie seht ihr das? Seid ihr schon bereit dafür, euch von Ohne Zahn zu verabschieden oder haben euch die Drachen bisher immer kalt gelassen? Ganz langsam muss man sich aber auch von einer anderen Reihe verabschieden. Die Rede ist von der Vikings-Saga. Die Serie wird definitiv nach der 6. Staffel enden. Das wurde jetzt endgültig beschlossen. Tatsächlich Schluss ist aber erst Anfang 2020, denn aktuell können sich Fans noch an der 2. Hälfte der 5. Staffel erfreuen, die man hierzulande über Amazon Prime verfolgen kann. Wer die Serie dagegen noch gar nicht kennt, der sollte das unbedingt ändern. Immerhin wird die Vikings nicht selten mit Game of Thrones verglichen. Ich selbst habe zwar bisher nur die 1. Staffel gesehen, aber meine Empfehlung hat die Serie. Und wir bleiben direkt beim Thema Serie. Die 2. Staffel vom Punisher hat in der vergangenen Woche überraschend ein Release-Datum erhalten. Und das ist sehr viel näher als gedacht. So zieht Frank Castle bereits am 18. Januar wieder los, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Das ist dann wahrscheinlich auch der letzte Auftritt vom Punisher auf Netflix, denn wie ihr sicherlich mitbekommen habt, ist Disney fleißig dabei, die eigenen Lizenzen zurückzuholen. Offiziell betrifft das die Serie rund um den Antihelden noch nicht, aber das dürfte lediglich eine Frage der Zeit sein. Das soll aber auf keinen Fall die Vorfreude beeinträchtigen, denn immerhin bekommt es der Punisher in der neuen Staffel mit seinem Erzfeind Jigsaw zu tun, der Castle mit Sicherheit ordentlich aufmischen wird. Wer sich ein erstes Bild davon machen will, der klickt auf den Trailer in der Videobeschreibung und schreibt uns im Anschluss, ob er oder sie bereits Lust auf die Serie hat. Meine Vorfreude gilt dagegen in diesem Jahr besonders einer Rückkehr, und zwar die vom König aller Monster, Godzilla. Die atomare Super-Echse bekommt es in diesem Jahr gleich mit mehreren Schwergewichten zu tun. Während Godzilla im Reboot von 2014 noch gegen die eigens für den Film erschaffenen Mutos gekämpft hat, ist nun die Zeit für echte Legenden gekommen. So dürfen sich die Fans der kultigen Reihe nicht nur auf die Riesenmotte Mothra freuen oder auf den Urzeitsaurier Rodan, sondern auch auf den dreiköpfigen Drachen King Ghidorah. Schon jetzt dürfte feststehen, dass der Film von Regisseur Michael Dougherty besonders optisch eine Wucht wird. Ein bisschen gedulden müssen sich Monsterfans aber noch, denn das epische Battle startet erst Ende Mai bei uns in den Lichtspielhäusern. Zum Abschluss habe ich aber mal wieder eine kuriose Meldung für euch. Angetrieben durch den Netflix-Film Bird Box kommen immer mehr junge Menschen auf dumme Gedanken. Im Film dreht sich alles um eine Invasion von Wesen, die man nicht ansehen darf, weshalb die Protagonisten dazu gezwungen sind, eine Augenbinde zu tragen. Und eine solche Augenbinde tragen nun auch vermehrt Jugendliche bei der Überquerung einer befahrenen Straße. Diese lebensgefährliche Aktion hört auf den Namen Bird Box Challenge und hat Netflix bereits dazu veranlasst, ein Statement herauszugeben, um vor den Gefahren dieser Challenge zu warnen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass sich unter unseren Zuschauern niemand befindet, dem wir davon abraten müssen, blind eine Autobahn zu überqueren. Den Film kann ich indessen empfehlen. Besonders wenn man mit A Quiet Place oder The Happening seinen Spaß hatte. Nun aber zu euch. Welche Filmnews hat euch die vergangene Woche am meisten begeistert oder aber auch verärgert? Schreibt es uns in die Kommentare. Und wenn ihr nicht genug von der wahrscheinlich coolsten Film-Community im Netz bekommt, dann besucht uns doch auf unserer Webseite, unserem Facebook-Kanal oder einer anderen sozialen Plattform. Alle Links befinden sich in der Videobeschreibung. Ich bin für heute raus und wünsche euch schon mal einen guten Start in die kommende Woche.